Zeiten ändern sich. Bewusstseinszustände. Bewusstseinszustände ändern sich auch. Tatsächlich, euer Bewusstsein rauscht jetzt ab, denn es kommt ein neues Video. Alles braucht seine Zeit. Auch das Video hat Zeit gebraucht, aber nur bis Montag pünktlich 21 Uhr. Apropos Montag, neue Woche, neues Glück, oder? Ich hab mich heute zum Feierabend gefilmt. Ich komme gerade frisch aus der Psychiatrie. Dominique, Nicke, Nicke, sind alle simplement raté, pauvre chant. Et fini, gratuit, et abonné, vous montez, ACT, chané. Jeder Franzose, der das gehört hat, hat sich gerade im Grabe umgedreht. Meinung zum Massenmord? Feier ich, unterstütze ich. Aktuell läuft wieder die Edeltour von Papa Platte und Reetzmann und ich habe mir gedacht, hey geil, guckst du da mal ein bisschen rein, schaust du mal, was die Jungs so treiben. Und anfangs dachte ich, die wären mit einem Wohnmobil unterwegs, um irgendwelche Sehenswürdigkeiten in anderen Ländern, sich Kulturen und so weiter anzuschauen. Ey, ganz kurz, was ist da? Bei dem hinten läuft schwarzes irgendwas raus aus der... Ich bin schockiert, was höre ich hier? Und ganze zwei Stunden später dann... Schaut ihr mal, was ihr für Spuren findet. Manchmal findet man eine Feder. Eine Kackwurst findet man auch. Kennt ihr das? Eine Frau fragt euch, wie ihr ihr aktuelles, angezogenes Outfit findet. Und ihr wisst nicht so ganz, wie ihr aus dieser Situation rauskommt. Lasst euch bewerten. Also von Korsika bis Mallorca ist das für mich Montenegro. Am Ende sollt ihr dann trotzdem ehrlich sein und könnt es einfach nicht mehr halten. Nee, also ich find's scheiße. Ich habe ein Video auf TikTok gesehen, wo es extrem viel Kritik der Frau gegenüber gab. C'est une chanson. Also ich sag euch ganz ehrlich, sofort heiraten. Was ein geiler Humor. Stellt euch mal vor, eure Frau wäre heutzutage Krankenschwester. Schwester. Oh, diese Schmerzen. Schwester. Kennt ihr das, wenn ihr so eine gewisse Meinung habt und ihr versucht alles Mögliche, um zu argumentieren, aber egal was ihr sagt, es bringt einfach nichts? Ich will dich überholen, ne? Ja, ich sehe nicht genug. Ja, aber wir dürfen ja auch nicht überholen. Also, kennt ihr nicht? Egal, ich erzähl's euch trotzdem. Wir dürfen, das hindert jetzt den hier links schon nicht, aber, aber bis ich mit dem Ding hier überholt habe, Freunde, hängen wir da vorne irgendeinem anderen Auto drin. Alter, ein Bus. Jo. Jo. Andere Länder, andere Sitten, würde ich sagen. Die Überschrift von dem Clip ist bester Marketing-Move. Was für bester Marketing-Move? Ich wäre danach am Boden zerstört und hätte nicht den einzigsten Gedanken, einen Kauf zu tätigen. Ich habe immerhin damit gerechnet, eine prall gefüllte Brieftasche zu finden und nicht irgendeinen Flyer. I said, let him go. Eins dieser Videos habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Diese Transition-Videos gehen absolut ab aktuell auf TikTok. Und ich habe auch noch ein anderes gesehen. Ja. Oh mein Gott, ich bin ja ein absolutes Opfer, wenn es um irgendwelche Nostalgie-Videos geht. Also ich bin da komplett Feuer und Flamme für. Und ihr kennt doch bestimmt noch diese alten Futterautomaten, wo man so für 20 Cent sich Futter rausholen konnte, um irgendwie Ziegen zu füttern oder so. Und dann soll noch mal einer sagen, die Erde erwärmt sich nicht. Denkt ihr, ihr kriegt eine Geld-Zurück-Garantie? Solltest du das Video bis an diese Stelle geschaut haben, schreib es mir jetzt mal in die Kommentare und lass ein Like da, wenn du es noch nicht getan hast. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und jetzt kommt natürlich wieder für euch der Tipp der Woche. Mayonnaise, 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 Mayonnaise.